There's so many things that I keep in my mind. Locally True, heute ist mein Geburtstag, darum feiern wir. Hey, beziehungsweise räum auf. Ja, ich bin heute knackige, frische, junge, 29 Jahre alt geworden und ich kann jetzt schon die Kommentare sehen. Hä? Ich dachte, du bist 24, 25 oder so. Aber nein, ich bin ein Jahr vor der großen 30. Und wie könnte man diesen Tag besser verbringen als mit Aufräumen? Nee, ganz ehrlich, Leute, irgendwie ist mein Geburtstag dieses Jahr so komplett untergegangen. Normalerweise feiere ich den halt immer richtig groß und plan irgendwas so als Aktivität für den Tag oder so. Aber dieses Jahr ist jetzt zwischen zwei Urlauben, die für mich so riesen Highlights sind. Letzte Woche war ich auf Mallorca mit Freunden und dieser Freundesurlaub war halt so krass. Ein Wunsch von mir schon mega lange. Und in zwei Wochen fliege ich mit meinen vier besten Freundinnen nach Bali. Unter anderem mit Tammy. Ich kann es nicht fassen. Das wird die größte und längste Reise ever von mir. Deswegen sind es so richtig aufregende Dinge. Und nur so dazwischen drin ist so klein mein Geburtstag. Und irgendwie ja, habe ich es dieses Jahr gar nicht auf dem Schirm. Und deswegen dachte ich mir, okay, komm, ich chill heute einfach ganz, ganz. Und lass es einfach so ein normaler Tag sein. Und wir haben jetzt immer hier drin aufräumen, denn es sieht so schlimm aus, wie echt wirklich schon richtig lange nicht mehr. Das ist eine volle Katastrophe. Und ich hasse es halt, wenn es unordentlich ist. Ich will es immer schön ordentlich. Das ist auch wichtig für mein Mind. Und deswegen räumen wir es heute gemeinsam auf. Ich hoffe, ich kann euch damit auch ein bisschen motivieren. Lasst uns einfach das hier zusammen meistern, okay? Ihr bei euch zu Hause im Zimmer, lasst das Video laufen, ich bei mir hier. Und am Ende haben wir dann hoffentlich alle wieder ein schön sauberes, aufgeräumtes Zimmer. Und bevor wir aber damit starten, kommt erst noch eine Videofrage und zwar heute von Emily Harlos. Sie wollte mit dem Hashtag AskKaliKesti wissen, wie würde Raffi dich in drei Worten beschreiben? Das interessiert mich selber, weil er hasst es, über sowas zu reden. Aber wenn ich raten müsste, dann glaube ich, würde er sagen, liebevoll, chaotisch, extrovertiert oder so. Keine Ahnung, wir fragen ihn einfach selber. Was geht? Die Videofrage war, wie würdest du mich in drei Worten beschreiben? Oh. Drei Worte, hallo? Schön, liebevoll und charmant. Ach Schatz, streng dich mal an. Das waren jetzt nur irgendwelche netten Worte so rausgeballert. Unding. Sagt er, er liebt Babs. Fürsorglich, liebevoll und nett. Cute, oder? Er kann einfach so schlecht über so Gefühle und sowas sprechen. Aber wie würdet ihr mich, boah ja, da bin ich richtig gespannt, wie würdet ihr mich in drei Wörtern beschreiben? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich richtig drauf, die zu lesen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich uns allen ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren neuen Video und los geht's! Hey du, abonnieren nicht vergessen! Ich habe ja gesagt, es ist schlimm. Aber ich weiß auch, wo das Problem liegt, denn wenn ich immer sofort alle Sachen wieder zurückräumen würde, die ich benutze, dann wäre das hier gar kein Thema, weil das hier drin ist ja mein YouTube-Studio, das heißt, ich brauche immer mega viele DIY-Supplies und Dinge. Ich habe einfach immer sehr, sehr viele Sachen in diesem Raum. Und genau, wenn ich sie immer wieder nehme und sofort danach zurücklege und nicht irgendwo kurz ablege, dann wäre das hier alles nicht. Aber ich liebe es auch aufzuräumen, deswegen freue ich mich wieder auf dieses Video. Und als erstes, um mich selber zu schützen, kommt aber der Flugmodus rein. Das hier ist übrigens mein neuer Handy-Hintergrund. Das ist ein Palmenfoto, was ich auf Mallorca gemacht habe. Und dann hatte ich diese Quote hier gefunden. Die finde ich so schön. The deeper you fall, the higher you will rise. Nobody but you knows what's best for you. You are the creator of your own life. Love it! Ich lasse mich nämlich leider viel zu schnell von diesem Ding hier ablenken. Und deswegen habe ich übrigens auch meine WhatsApp-Benachrichtigung komplett ausgestellt. Das ist schon mal ein richtig guter Life-Changer. Trotzdem ist hier noch Instagram drauf und TikTok und dieses sinnlose Scrollen muss ich jetzt einfach vermeiden. Deswegen Flugmodus rein und ich würde sagen, wir starten mit meinem Schreibtisch. Warum steht eigentlich mein gesamter Tascheninhalt hier auf dem Schreibtisch? Labello, Bürste, meine Kaugummis und Lipgloss. Das gehört eigentlich alles hier rein. Essentials. Und der hier gehört eigentlich hier hinter die Tür. Tada! Alles an seinem Platz. Das hier ist die Karte, die mir Raffi zum Geburtstag geschrieben hat. Die ist so cute. Ich glaube, ich hänge die gleich hier auf, damit ich die mal lesen kann. So, perfekt. Und dann geht's hier weiter. Das hier sind Leinwände, die mir gestern geholt hat. Die brauche ich nämlich für eines meiner nächsten DIYs. Aber eigentlich haben die auch einen festen Platz. Und zwar hier in unserem Esszimmer. Da habe ich ja hier eine Kommode. Da drüben zwar noch meinen ganzen DIY-Schrank, aber die Leinwände, die kommen alle hier unten rein. Tada! Und tschüss.
Birthday-Shirt, weil es jetzt im Mai rauskam. Hab's natürlich heute auch an. Hier vorne Calique-Shoe in richtig schönen beige Mühtönen und hinten drauf dieser riesengroße Print. Ich lieb's. Es gibt so richtig gute Vibes. Aber ja, ich hab's zweimal, denn ich werde es wahrscheinlich sehr oft tragen. Und deswegen kommt das eine jetzt hier zurück in den Schrank. Ich weiß auch gar nicht, warum es einfach nur so hier lag. Ich weiß es nicht mehr, warum ich es da abgelegt habe. Ah! Aber eine andere Sache, die ich jetzt gerade noch gefunden habe, ist dieser Schalter hier und das ist der für meine Lichterkette da oben. Die geht ja eigentlich komplett hier einmal in meinem Zimmer ringsrum. Und ich hatte die vor kurzem in der Hand und dann ging es nicht mehr. Seht ihr? Da passiert nichts. Ich hoffe nicht, dass sie kaputt ist, also die Lichterkette. Deswegen mache ich da gleich mal eine neue Batterie rein, weil ich liebe die Lichterkette. Ich will, dass sie funktioniert und an ist. Hi! Beschreib mich in 5 Wörtern. Ach, nee! Spaß! Kurze Schritt wieder. Ich brauche eine Batterie, neue. Gib mal her. Meine Lichterkette geht nicht. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht leer. Kann sein. Schau, ob wir noch eine richtige haben. Natürlich. Dann sieht es aus wie Scheiße, die filmst mich hin. Kannst du gleich nachher auch aufräumen Video machen. Dankeschön! Und jetzt drück die Daumen, dass es funktioniert. 3, 2, 1. Ach, Gott sei Dank, ey. Sie funktioniert. Es war nur die Batterie. Juhu! Nice. So sieht schon viel besser aus. Und auch mein Schreibtisch im Übrigen. Der ist jetzt hier oben drauf fertig aufgeräumt. Ich will ihn später auf jeden Fall noch abwischen. Aber ich mache es meistens so, dass ich zuerst alles aufräume und dann später halt durchputze, wische, abstaube und so. Denn ja, da sind einige Staub- und Kaffeeflecken drauf. Die müssen auf jeden Fall noch weg. Aber das mache ich dann nachher halt alles zusammen, wenn auch der Rest hier zum Beispiel aufgeräumt ist. Und ich würde sagen, hier machen wir auch direkt mal weiter. Das ist ja mein zweiter Schreibtisch, mein DIY-Tisch. Und der steht so voll. Ich weiß gar nicht, wie ich hier arbeiten kann. Aber ich habe tatsächlich angefangen, hier ein zweites Video zu drehen. Und zwar für nächste Woche, glaube ich. Aesthetic DIYs. Ich habe schon mal angefangen mit meinem Part 3. Ja, außerdem liegt hier aber auch noch andere Sachen. Das hier ist noch von letzter Woche, Vatertags-DIYs. Muss ich auch noch zusammenpacken, irgendwie in ein schönes Paket. Weil übermorgen ist ja Papa-Tag, genau. Vatertag. Und natürlich bekommt mein Dad DIYs aus diesem Video. Ich hoffe, er hat das Video noch nicht geschaut. Dann haben wir hier meine Kamera, meine neue. Textilfarbe, Schere, Washi-Tape, Pinsel, Acrylfarbe. Und, oh ja, komm, mach das zusammen auf. Das ist von meiner Merch-Managerin. Ein Geburtstagsgeschenk, nehme ich an. Ich habe gar keinen Plan, was da drin sein kann. Aber ich habe auf jeden Fall heute schon Blumen von ihr bekommen. Die habe ich vorhin abgeholt, weil wir leider nicht da waren, als sie ankamen. Ah! Hä, bin ich unfähig, so ein Paket aufzumachen? Anscheinend schon. Hä? Was, hier ist das Paket nicht auf. Ich weiß nicht. Ich habe doch schon die Schere benutzt. Please send help. Danke. Oh. Ein Plüschdecker-Kuss, aber ich glaube, der ist für Myla, weil irgendwas mit einer Katze hier drauf ist. Also, ich frage vielleicht nochmal nach, bevor ich es ihr gebe. Aber der ist richtig cute. Love it. Oh, Oreos. Love it too. Ein Fun-Fact, den immer viele nicht wissen, aber Oreos sind vegan. Da ist keine Milch drin, das Weiße ist einfach nur Zucker. Also, go vegan. Einfach nur Zucker, sehr gut. Ja, oder? Hier nochmal zweimal Schokolade. Einmal, oh, Matcha. Schokolade, geil. Und Salzmandel-Cassis. Klingt beides sehr interessant. Oh, be who you needed when you were younger. That's so cute. Dankeschön, liebe Kathleen. Ich freue mich sehr.
So, der Tisch sieht auch wieder gut aus, zumindest wieder ja leer. Beziehungsweise ich habe gerade hier noch die anderen Sachen gefunden, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich mache euch einfach ein kleines Waterguard for my birthday. Ist auch echt nicht viel, ganz kurz nur. Also von meinen Eltern und vom Raffi habe ich mir jeweils Zeit gewünscht, damit wir einfach zusammen schöne Momente haben und Erlebnisse, keine materiellen Sachen, weil ich habe das Gefühl, ich brauche gerade irgendwie gar nichts Bestimmtes. Genau, und deswegen dachte ich mir, ich wünsche mir Zeit. Von meiner Familie habe ich einen Spieleabend bekommen. Die wollten hier so ein Rubbellos machen, aber das Ding ist so fest, diese Acrylfarbe, da löst sich gar nichts runter. Ich habe es voll kaputt gemacht beim Freirubbeln. Falls ihr mal Rubbellose machen wollt, weil es so eine richtig schöne Geschenkidee oder halt um ein Geschenk noch kreativer zu verpacken, dann braucht ihr ein Drittel Spülmittel und zwei Drittel Acrylfarbe. Und dann lässt sich es auch perfekt wegrubbeln. Ich glaube, es sind einfach zu wenig Spülmittel da drin. Also ja, merkt euch die Formel, das ist wirklich super easy. Und dann von Raffi hier ein Sunset Rave bzw. Sunset Picknick. Ich habe nämlich gesagt, ich würde gerne mit meinem besten Freund mal so einen Abend Picknick machen irgendwo, vielleicht an einem See oder so. Und dann, genau, kann jeder mal vielleicht was zu essen mitbringen und er kann Getränke besorgen und dann können wir da alle in den Sonnenuntergang picknicken. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr schön vor, bin ich gespannt drauf. Und ansonsten habe ich noch Bücher bekommen, die ich mir gewünscht hatte. Und zwar einmal das hier. Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens. Geiler Titel einfach. Dann emotionale Intelligenz. Ängste bewältigen, Depressionen überwinden, Wut und Ärger besiegen, Vergangenheit loslassen. Ich finde, das klingt richtig gut. Da kann ich mir wahrscheinlich noch mal ein paar gute Tipps holen. Und als drittes das hier. Calm your thoughts. How to stop overthinking, stop stressing, stop spiraling and start living. Auch das klingt einfach mega hilfreich. Um ehrlich zu sein, klingen die auch irgendwie alle ein bisschen Depri. Das Ding ist, ich liebe solche Bücher zu lesen, damit ich mich selber halt in manchen Situationen besser verstehen kann. Und da sind halt auch oft übelst viele Tipps drin. Und ich habe letztes Jahr eben keine so schöne Zeit zum Teil gehabt, mental. Und habe da nicht so auf meinen Mental Health geachtet. Und da habe ich angefangen, Bücher in die Richtung halt zu lesen. Und mega viel darüber gelernt und konnte mir echt ja, viele Tipps einfach holen. Und seitdem geht es mir auf jeden Fall deutlich besser. Und deswegen habe ich mir auch wieder solche Bücher gewünscht, weil ja, es mich einfach mega interessiert und ich dann ganz, ganz viel mitnehmen kann. Ich kann euch gerne mal, wenn ich die durch habe, auch Feedback dazu geben, falls euch sowas auch interessiert. Mental Health. Das ist einfach mega wichtig. Jeder sollte sich einfach darum kümmern und ich habe es halt lange nicht. Deswegen nehme ich es jetzt umso ernster. Weiter geht's mit dem Boden. Ich muss sagen, es ist ein Unding. Warum legt denn alles auf den Boden ab? Sogar meinen besten Freund, den Heißkleber. Den machen wir jetzt erstmal als erstes hier zurück. Oh, der kommt nämlich eigentlich hier unten hin. An seinen Platz. Das hier ist mein Verlängerungskabel dafür und das kommt eigentlich hier oben rein. Und diese Dinge hier, das tut mir jetzt auch richtig leid, dass ihr seht, dass das bei mir auf dem Boden hier liegt. Aber ich habe noch keine Zeit irgendwie mir genommen, die irgendwo einzusortieren. Das sind alles noch Geschenke von meinen letzten Meet & Greets, von meinem Timer. Ah, hier, Handmade bei Romy und Nele. Romy und Nele. Also diese zwei schönen Sachen hier. Ich muss mal gucken, wo ich die aufhänge. Die sind so cute. Den Kaktus hänge ich, glaube ich, hier neben meinem Schreibtisch hin. Ja, das sieht richtig süß aus. Und den Regenbogen. Den hänge ich hier neben meinem Vision Board. Der ist nämlich auch so schön bunt. Der passt dann richtig gut dazu, oder? Yes, that's cute. I love it. Dankeschön. Und die anderen Sachen, die sortiere ich jetzt in meine Boxen hier, in mein DIY-Regal ein. Übrigens freue ich mich mega krass, wie gut der Teil bei euch ankommt. Ich weiß schon, so viele haben sich ihn geholt. Und allgemeines Feedback auch und die Bewertungen auf Amazon, die sind alle so lieb. Und ich bekomme jeden Tag so tolle Nachrichten von euch, dass ihr ihn voll schön findet. Und das freut mich einfach, weil ich so lange da dran saß und jetzt zu wissen, dass er endlich bei euch ist und ihr ihn feiert, das ist echt so ein schönes Lob. So, die Kakteen-Sticker kommen hier in meine Stickerbox rein, die ist schon echt richtig prall gefüllt. Und dann habe ich hier noch so kleine Krönchen bekommen. Ich weiß noch nicht, wie genau ich die einsetzen werde, aber da findet sich auf jeden Fall irgendein schönes DIY. Und die mache ich jetzt hier rein. Das war auch mal ein DIY und ich feiere das immer noch so krass. Das ist nämlich einfach ein altes Gewürzregal oder Rundell, Karussell. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber da waren Gewürze drin, Salz, Pfeffer und Co. Und dann habe ich die eben aufgebraucht und rausgemacht, ausgewaschen. Und da sind jetzt so Sachen wie Glitzer, Klammern, USB-Sticks und sowas drin. Und da ist noch freies und das nehme ich jetzt für die Krönchen. Passt perfekt. Den Müll, den bringe ich dann nachher als letztes, glaube ich, raus. Ich habe hier gerade einen Berg voll Papiermüll. Den Restmüll und Plastik mache ich immer hier zusammen rein und trenne es dann später in der Küche.
So. Great. Aber dann mache ich hier gleich weiter. Das hier ist nämlich meine Sporttasche. Da sind meine Gymschuhe drin, Trinkflasche, mein Eintrittsbändchen und sowas. Und genau, die hänge ich eigentlich auch immer hier hin an die Tür, wenn ich direkt aufräume. Und hierhin gehören eigentlich auch diese zwei Rucksäcke. Keine Ahnung, warum die hier stehen. Ah doch, stimmt. Den hatte ich auf Mallorca dabei. Da waren halt so meine Handgepäcksachen drin. Und die liegen jetzt noch hier auf dem Boden zum Teil rum. Ich habe einfach so eine kleine Sammlung an so kleinen Produkten, die man halt ja ins Handgepäck mitnehmen darf. Und die sammle ich alle hier in meinem kleinen Säckchen, damit ich dann immer das Passende mitnehmen kann in Urlaub. Parfümproben, Duschgel, Shampoo, Feuchtigkeitscreme. Haarmaske habe ich mir hier abgefüllt. Und die baue ich eigentlich immer hier drin auf. Dann haben wir so kleine Reisetaschen. Die habe ich mal von meiner Schwester bekommen. Die sehen richtig nice aus. Oder die hier von einer Freundin, hat sie mir aus dem Urlaub mitgebracht. Richtig schön. Aber die hier benutze ich echt am meisten. Das sind ja meine Black Edition Merch Mäppchen. Eigentlich hätte ich die auch so für die Schule gedacht, für Stift und sowas. Aber man kann die halt auch für Make-up benutzen. Richtig praktisch, vor allem, weil die schwarz sind und dann halt nicht so schnell schmutzig werden. Und deswegen habe ich die mal auf Reisen mit dabei. Mache da eben mein Make-up rein oder Hygieneprodukte. Kleiner Fun Fact, ich mache meine Nägel super gerne auf dem Boden. Also klar, Fußnägel eh, aber auch manchmal meine Fingernägel. Ich weiß nicht, auf dem Boden sitzen ist manchmal einfach so entspannend. Raffi sagt immer, es sieht ehrenlos aus, aber ich finde es tatsächlich wirklich gut. Aber deswegen stehen meine ganzen Nagelsupplies noch hier unten. Ich habe hierfür immer so eine Lampe. Ich habe ja UV-Lack drauf, deswegen härte ich die da drin immer aus. Ich würde sagen, das sieht gut aus, Leute. Und ich bin richtig stolz, denn momentan bin ich noch im Zeitplan. Meine besten Freundinnen kommen nicht bald, dann gehen wir zusammen essen. Und ich will das auf jeden Fall vorher noch alles fertig schaffen. Aber wir schauen uns mal den Zwischenstand an. Mein DIY-Schrank sieht soweit ganz ordentlich aus. Alles wieder an Ort und Stelle da drin. Dann habe ich meine ganzen Taschen hier aufgehangen. Hier unten steht noch der Müll. Das ist alles eben Papiermüll, muss ich nachher dann runterbringen. Ansonsten der Schreibtisch ist aufgeräumt, genauso wie mein DIY-Tisch. Da muss ich aber nochmal richtig drüber putzen, damit es auch alles ja sauber ist und nicht nur aufgeräumt. Und jetzt gibt es noch eine Ecke hier hinten und zwar meine Schminkecke. Also ich habe keinen richtigen... Ich habe eigentlich nur ein Fensterbrett. Ich will es nicht mal Schminktisch nennen, weil es ist wirklich nur dieser kleine Bereich hier, weil ich einfach gar nicht mehr brauche. Denn ich habe ja Microblading auf meinen Augenbrauen. Das heißt, ja, die sind pigmentiert. Da mache ich nur manchmal ein ganz kleines bisschen drauf, um sie noch einen Tücken dunkler zu kriegen. Aber halt super selten. Was meine Wimpern angeht, habe ich Wimpern-Extensions. Das heißt, Mascara benutze ich auch keine mehr. Und jetzt im Sommer, wo ich halt natürlich auch braun bin, benutze ich allgemein halt auch weniger Bronzer oder so. Aber ich mag es auf jeden Fall immer hier ein bisschen Bronzer, Rouge, Concealer und Highlighter. Also das sind die einzigen vier Sachen, die ich eigentlich jeden Tag nutze. Und ich versuche es halt immer so wenig wie möglich zu halten. Und deswegen ist mein Schminkbereich auch ungefähr nur so klein. Aber es passt. Tada! Die Fensterbank ist wieder leer. Bis morgen, bis ich mich wieder schminke. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Sachen hier unten in ihre passenden Container eingeräumt. Da habe ich mir einfach so ein paar zusammengebaut. Ich habe hier einmal so eine Make-up-Aufbewahrung. Ich glaube, die ist von H&M Home. Die haben richtig schöne Deko-Sachen. Ich habe die auch einmal in meinem DIY-Regal. Da sind dann Stifte drin. Auch mega praktisch. Hier neben dran, die Box ist auch von dort, meine ich. Dann habe ich hinten dran einen Blumentopf. Der ist von Ikea. Ich finde es einfach mega praktisch, um ja Pinsel drin zu lagern oder auch Stifte, auch in meinem DIY-Regal. Und die Box ist auch von H&M Home, genauso wie der Spiegel. Ich liebe deren Deko. Was? 10 Wörter. Beschreibe mich mit 10 Wörtern. Gib mir 10 Gründe, warum du mich so sehr liebst. Viel zu wenig. Okay, ein Grund, warum ich dich liebe, ist, weil du mir jetzt hilfst, den Müll nach unten zu bringen, den Papiermüll. Ja! Great, danke Babs. Und dann steht hier noch nebendran oder hinten dran noch ein Bild und zwar das hier. Das hatte ich ja im Malen gegen Langeweile Video mit dem letzten gemalt. Ich habe davor noch angefangen ein Reel damit zu drehen, aber ich habe es noch nicht zu Ende gedreht. Deswegen steht es immer noch hier und bis ich es fertig habe, lagere ich es mal hier oben. Das sind eigentlich richtig viele von meinen Bildern, die ich ja eigentlich nicht mehr brauche. Aber ewig aufbewahren kann ich sie auch nicht. Aber ich kann mich auch so schlecht von so Sachen trennen. Vielleicht mache ich mal wieder eine Verlosung oder so. Vielleicht freut sich ja jemand von euch darüber als Zimmerdeko. Aber ja, bis dahin lagert es noch hier oben. Mal schauen, wie lange es noch dauert. Beziehungsweise, ich mache es so. Wenn dieses Video online ist, wird auch zu 1000% das Reel online sein. Ich nehme das jetzt als Motivationsschub, das Reel fertig zu bekommen. Bis dahin, ich setze mir einfach dieses Zeitlimit. Also wenn das Video gleich fertig ist, dann gehen wir rüber auf mein Instagram und schaue euch das Reel an. Lasst ein bisschen Liebe da, ich würde mich sehr, sehr freuen. Aber vorher, noch nicht abschalten, kommen wir erst noch zum finalen Step.
Geschafft. Mein Zimmer sieht wieder aus wie vorher. Richtig schön ordentlich, sauber, aufgeräumt. Ich liebe es einfach und vor allem nehme ich auch solche Vorher-Nachher-Vergleiche. Ist vielleicht auch eine richtig gute Motivationshilfe für euch. Also einfach ein Foto oder ein kleines Video machen von jeder Ecke aus eurem Zimmer, dann aufräumen und das gleiche Foto nochmal machen. Klar, es ist cool, wenn man so das Endergebnis sieht, aber wenn man auch das Vorher noch direkt so hin und her swipen kann, dann ist es einfach nochmal das i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte. Falsch. Leute, ich bin durch. Ich muss jetzt was essen gehen. Ich habe so Hunger. Deswegen genau, treffe ich mich jetzt mit meinen Freundinnen zu meinem Birthday Dinner. Ich hoffe aber, dass euch das Video genauso gut gefallen hat wie mir. Ich liebe es auch, Videos zu schauen. Ich liebe sie zu drehen. Deswegen hoffe ich, dass ihr bis hierhin dran wart. Falls ja, kommentiert mal diesen Emoji in die Kommentare. Ich bin gespannt, wen ich da wieder von euch als aktive Zuschauer sehe. Und ansonsten habe ich euch in der Infobox meinen neuen Timer verlinkt, falls ihr einen fürs nächste Schuljahr oder fürs Studium braucht oder auch einfach so. Und natürlich auch mein Birthday Shirt. Das gibt es in meinem Merch-Shop, falls ihr mit mir im Partnerlook gehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Also abonnieren nicht vergessen und bis dahin, macht's gut!